Ja, hallo Leute. Heute geht es mal darum, wie geht's weiter? Was mache ich weiterhin mit dem Kanal? Im Thema Gefahrenanalyse habe ich euch ja gesagt, wir möchten systematisch preppen. Es geht mir darum, eine Struktur aufzubauen. Und ich habe also zunächst auch gesagt, ich möchte mal für den normalen alltäglichen Alltag mal zunächst alles soweit vorbereiten, um eben dann stufenweise die Katastrophenvorsorge entsprechend auszubauen, auch ein bisschen mit anderen Gesichtspunkten. Was ich jetzt in den letzten Filmen euch angeboten habe, ist also zunächst einmal dieser Erste-Hilfe-Kurs, also dass man sich mit diesen Filmen auseinandersetzt, denn der Inhalt dieser Filme entspricht also dem wesentlichen Inhalt, der in einem eintägigen Erste-Hilfe-Kurs heute in Deutschland angeboten wird. Gut, was noch fehlt, wäre jetzt zum Beispiel die Helmabnahme bei einem bewusstlosen Motorradfahrer. Das kann ich euch mal zeigen. Selbstverständlich gibt es noch weitere Themen in der Ersten Hilfe, die gerade auch für Prepper und Outdoor-Fans natürlich interessant sind. Es wären jetzt Sportverletzungen, Gelenksverletzungen, Knochenbrüche, Brandverletzungen, Vergiftungen, Kälteschäden, ja, Erfrierung, Unterkühlung, Hitzeschäden jetzt bei uns im Sommer interessant, der Sonnenstich, der Hitzschlag, die Hitzeerschöpfung. Das sind Themen, die werde ich selbstverständlich mit aufnehmen und werde die auch im Laufe dieser Filmreihe immer wieder mit einbringen, genauso wie Zusatzthemen wie Bau einer Behelfstrage und so weiter, werde ich selbstverständlich gerne machen. Aber es soll ja nicht nur ein Erste-Hilfe-Kanal sein, sondern es geht ums Bretten und es geht auch um Outdoor. Deshalb also, wie gesagt, zunächst einmal diese stufenweise Ausbau, das sichere Haus, meine entsprechende Umgebung, was brauche ich für den normalen alltäglichen Notfall, Stufe 1 sozusagen, dann Stufe 2, was brauche ich für einen Katastrophenfall, welches zusätzliches Equipment sollte ich mir da anschaffen, sollte ich da haben an Werkzeugen etc. Ausbau eines Prepperlagers, ja klar, mit Nahrungsmitteln, vielleicht ein bisschen anders, als man es bisher vielleicht wo gesehen hat. Mal schauen, ich will euch auch zeigen, wie man unter solchen Bedingungen, wenn kein Strom vorhanden ist, dann eben auch entsprechend kochen kann mit den Materialien, die wir haben. Es gibt da ganz interessante Gerichte, von denen ihr vielleicht noch nichts gehört habt, die aber ganz interessant sind, wenn man die mal einfach mal so vorkocht. Naja, wie wäre es mal mit Brotbacken am Lagerfeuer, aber nicht einfach auf Ladenbrot, sondern ein richtiges Brot zum Beispiel. Also so Dinge möchte ich also gerne mit euch machen. Das wäre also ein Teil in dieser Prepper-Reihe. Dann geht es mir auch im Outdoor-Prepper-Bereich um Orientierung. Viele Leute verlassen sich heutzutage also auf GPS und Navigationssysteme. Bloß wenn der Strom weg ist, wenn die Batterie leer ist, wenn wieder irgendwo ein Völkertreffen der anderen Art angesagt ist, spätestens dann könnt ihr eure GPS-Systeme in die Tonne treten. Und wer dann nicht weiß, wie man mit Karte und Kompass umgeht, der ist also dann ziemlich schnell in der Bretouille. Deshalb möchte ich euch da ein bisschen was herzeigen, wie das alles funktioniert. Wird eine Sendereihe werden. Und natürlich jetzt im Sommer, jetzt ist gerade die richtige Zeit, möchte ich natürlich jetzt auch Outdoor-Filme machen. Aber nicht mehr so, wie ihr in meinem Kanal Bergfilme seht, mit viel Musik und schlechter Bildqualität. Ich habe jetzt andere Möglichkeiten. Entschuldigung. Ich möchte euch jetzt andere Filme zeigen.
Ich möchte demnächst jetzt einmal diesen Oberlandsteig angehen, diesen Jägersteig bei uns und möchte dann auch im alpinen Bereich ein paar Filme zeigen. Und zwar nicht allzu schwere Touren, sondern einfach mal familiengerechte Touren, auch Sachen für ältere Menschen, die vielleicht noch ganz gerne mal ins Hochgebirge kämen, aber einfach aus körperlichen Gründen das nicht mehr so machen können. Da möchte ich eine Reihe von netten Filmen machen, die ich entsprechend vorstellen möchte. Und wenn es wettertechnisch und mir zeitlich passt, dann habe ich auch vor, eine Hochgebirgstour zu machen. Wieder richtig mit Marschieren, mit allem drum und dran. Und mit Biwak im Hochgebirge wäre mal was anderes, als nur hier im Flachland, im Wald irgendwo zu übernachten. Hat eine andere Qualität, hat andere Rahmenbedingungen, und wenn es mir zeitlich, wetterbedingt und so weiter passt, dann möchte ich also hier demnächst solche Filme also mit reinstellen. Ansonsten wird es weiterhin weitergehen mit dieser ganzen Prepper-Geschichte und natürlich auch wieder mit medizinischen Themen. Bleibt am Ball, bleibt dabei, es wird interessant. Aber schaut euch vor allen Dingen jetzt noch einmal, wer es noch nicht gemacht hat, all diese medizinischen Erste-Hilfe-Filme an. Denn das sind Dinge, die elementar jeder zu jeder Zeit brauchen kann und dann einsetzen muss. Ja? Das ist eine ganz wichtige Geschichte, schaut euch das an. Und selbstverständlich, wie es natürlich auch in Gefahrenanalyse geheißen hat, wir sollten auch den Verbandkasten unter anderem in der Wohnung haben, nicht nur im Auto. Ja. Was machen wir noch? Ja klar, vielleicht mal ein E-Pod zusammenstellen, also nicht gekauft, Rucksack packen für individuelle Geschichten, Besonderheiten, was kann man machen, wenn Personen verloren gehen. Wie kann man da sich davor schützen, dass die eigenen Kinder verloren gehen, dass man die wiederfindet im Katastrophenfall, aber nicht nur im Katastrophenfall, auch im ganz normalen Alltag. Man ist irgendwo in der Stadt, man ist in der Fußgängerzone, in einem Kaufhaus, auf einem Volkfest, plötzlich sind die Kinder weg, was macht man? Wie kommt man da zurande, welche Möglichkeiten gibt es da? Ganz davon zu schweigen, wenn es heute irgendein Schadensereignis gibt, irgendein Anschlag oder ähnliches und Familien auseinandergerissen werden. Es gibt also da verschiedene Überlegungen, die man so in der Prepper-Szene noch nicht gehört hat. Die möchte ich euch vorstellen. Und da gibt es Lösungen und Ansätze. Und dann schaue ich auch mal, dass man die eine oder andere Hilfsorganisation euch auch mal vorstellen kann. Und wie wichtig auch das Ehrenamt ist, wie ich auch bereits ja in der Gefahrenanalyse gesagt habe. Also bleibt dabei, wenn euch der Film gefallen hat, wenn euch meine Filme gefallen, die ich mache, like nach oben, wenn nicht, naja, dann like nach unten. Schreibt mir, ich beantworte eure Fragen gerne. Ja. Und ich freue mich darauf.